Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Grounded. Das 090er Update ist draußen. Es ist ein großes Update. Hier gibt es einiges zu erleben neu. Vor allem zum Bauen. Ich kann euch nicht alles zeigen, da mir 5 Raw Science fehlen. Die werden wir woher kriegen, aber dann fehlen mir nochmal 6000. Also muss ich dann ein paar Quests mal machen. Aber es hat sich so einiges getan. Ich zeige euch mal. Die Tür hatte ich vorher schon fertig. Das Spiel ist irgendwie instabil. Das knallt manchmal weg und dann ist das Savegame platt. Die Welt baue ich später auf. Es gibt ein paar neue Sachen. Erstes Mal, was mir gleich vorher ins Auge gestochen ist, die Eier, die mein Inventar hat von den Ameisen. Die brüten jetzt richtig. Wieso sind die nicht erforscht? Die Akkompitz. Dann nehmen wir mal mit. Und die brüten jetzt richtig. Es sind hier 3-4 Ameisen gestanden. Die habe ich erschossen. Weil mit Pfeil und Bogen, weil die irgendwie da Randau gemacht haben. Ich weiß nicht, die brüten jetzt im Inventar weiter und schlüpfen dann. Ist zwar schön und gut für die Ameise, aber jetzt genau, was genau ich damit jetzt anfange, muss ich mal eruieren. Dabei ist es ja jetzt noch nicht so tragisch. Also, was machen wir? Was können wir noch? Erstes Mal, es hat sich auch in dem Menü, ich werde euch die Patch Notes jetzt mal einblenden. Das erste, was kommt, ist, es gibt Ladders. Endlich. Ich baue da wie blöd an die. Ich baue wie blöd Wendeltreppen. Und dann kommen Ladders, die wahrscheinlich wesentlich weniger Resources gebraucht hätten. Das Problem an die Ladders ist halt, dass ich sie im Ork Tree finde. Beim Burger. Und dafür fehlt mir eben die Raw Science. Ja, dann fehlt ein kleines Raw Science. Aber ist egal. Ladders sind schon mal was super, werden geunlockt durch das Hedge Burger Chip da hinten. Ich mache euch ein kleines Video, wo man beide findet, die jetzt mehr Sinn haben als vorher. Ich weiß nicht, ob ich vor langer Zeit schon mal ein Video gemacht habe, aber ich werde schauen. Ich habe sie schon eingesammelt, ich werde euch die Location suchen und dann sagen, hier waren sie. In einem kleinen Video. Da oben sitzt noch immer die Spinne drin, die backt da oben drin rum. Ich krieg sie da nicht. Ich meine, ich krieg sie schon irgendwie raus, aber nicht wirklich gut. Müsste sie. Weil wenn sie aggro ist und die Füße durchschauen, kann ich theoretisch auf dem Ding entlang, kann ich sie auf die Füße treffen. Dann verzieht sie sich wieder und dann kann ich dann wieder warten und so. Ein bisschen lästig, die werde ich mich später darum kümmern. Andererseits, solange sie da drinnen ist, tut sie mir nichts. Kann sie nicht raus, kann mich jetzt nicht killen. Gut, dann gibt es noch Curved-Sachen. Nicht Monitore, wie viele wahrscheinlich haben von euch, sondern Wände, Böden, Railings in Stems, in Gras. Also mehrere verschiedene, die zeige ich euch jetzt auch. Die kriegt ihr, wenn ihr den Pond-Burger-Chip findet, der klarerweise im Pond ist, also in der. Zack, im Teich. Da würde ich wirklich gerne mal rüber, aber ich kann da nicht hin. Und deswegen schauen wir uns jetzt kurz mal an, was das ist. Das sind mal wichtige Sachen meiner Meinung nach, weil sie viel bessere Baustile ermöglichen. Man kann hier dann doch einiges mehr. Man kann hier dann doch einiges mehr und schöner bauen. Das schauen wir uns an. Ich will wissen, was du mir verkaufst. Nämlich das hier. Das habe ich alles nicht mehr da. Die Ladders. Ladder Description gehört da rein. Sehr schön. Man braucht 2 Stems und zweimal den Acorn-Hut. Also den Hinterteil davon. Den genauen Namen weiß ich jetzt nicht. Den richtigen Anzeige, wenn ich rüberfahre. Nöp. Die werde ich mal holen. Wir sehen, ich brauche 3,5 und habe 3495. Das ist jetzt ein bisschen blöd für mich gelaufen, aber ist halt so. Die Curved Base hat schon, braucht 6000, hat schon mehr, zu bieten. Ja, einiges hier. Ihr seht, was haben wir hier? Ein Grass Curved Floor. Dann einen halben Floor. Ein Stem Floor. Einen Curved, einen halben Stem Floor. Dann eine Curved Wall. Eine Sturdy Wall. Windowed Sturdy Curved Wall. Also eigentlich das normale, was es so auch gibt, nur halt in gebogen. Auch die Palisaden sind natürlich dabei und die Fans, die Archon Fans auch. Das sind schon coole Sachen, da kann man sicher einiges draus machen. Das Problem ist halt nur, ich kann euch nicht eines davon jetzt zeigen, weil ich jetzt leider gerade kein Ding habe. Kein Raw Science.
hat sich nichts verändert. Es haben sich ja angeblich auch so rundum etwas verändert in dem ganzen Spiel. Muss aber dazu sagen, da ich bin nicht die ganze Welt jetzt abgelaufen. Ein paar Steine hier, ein paar Steine da haben sich verschoben. Jetzt gehen wir mal wieder zurück. Ja, wurscht. Ärgert mich, dass ich nicht genug jetzt habe von den Raw Science, weil ich dann könnte ich wenigstens die Leiter bauen. Aber das, wie gesagt, eben an anderen Partner. Ich habe es mal gezeigt, ich habe es euch mal gesagt, dass es gibt. Wir gehen die Patches durch. Und ja, da gehört es zu. Dann, ein neuer Mode gibt es im Spiel. Einen Creative with Bugs Mode. Das ist das gleiche wie der normale Creative Mode, nur damit die Bugs rumrennen, die Käfer alle spawnen. Hier sind aber freundlich. Sie machen ja auch nichts, es ist nur zwecks, wenn sie im Creative spielt, dass sie da ein bisschen mehr Flair haben und auch die Käfer und alles vorhanden sind. Das finde ich eigentlich gut, weil es macht mehr vom Spiel selber her. Finde ich wirklich gute Änderung. Ich war selbst noch nicht im Creative, ich habe mir das jetzt gespart, ich habe das in vielen Spielen nicht gemacht. Wenn ich mal durch bin mit allem und dann lange nichts kommt und man weiß, dass nichts kommt, dann können wir ja einmal im Creative ein bisschen was hier zaubern. Soll man sich nur schon mal das und das, dass man mal da was ranbringt. So. Nervt mich jetzt nämlich. Hat vorher, wie gesagt, war schon drin. Spielabsturz, bam, alles weg. Nett vom Spiel nebenbei. Das ist so, mich schaut. Geh, wo hab ich jetzt raus saat. Ah, hier. Das gehört darüber. Okay, gut. Also. Dann haben wir das alles mal, der Creative Mode. Ich habe ihn selbst nicht probiert, aber er ist jetzt drin. Der Fotomodus wurde geändert. Den gibt es ja im Endeffekt ja in dem Spiel jetzt hier. Kann man ja ein bisschen mit der Kamera rumfliegen, etc. Der wurde ein bisschen verändert. Es gibt mehr Posen. Wesentlich mehr, wie es ausschaut. Ja, das schaut toll aus für meinen Charakter, muss ich jetzt schon sagen. Das hätte ich eher fürs Medi nehmen sollen. Da müsst ihr euch selber, ja, das ist cool. Da müsst ihr euch selber rumspielen. Also es gibt einiges jetzt da an Rumspielereien mit der Kamera. Da für bessere Fotos. Dann im Multiplayer ist sie aktiviert. Das ist das Hauptänderung eigentlich. Man kann im Multiplayer mit 4 Leuten das machen. Wenn einer das aktiviert, pausiert das Game. Das finde ich eigentlich auch recht cool. Ich frage mich nur, ob das jeder pausieren kann oder ob das sozusagen ein Host-Spieler ist. Wobei, wenn es ein Server ist, wo man drauf geht, dann gibt es keinen Host-Spieler. Auf jeden Fall passiert das Game, es wäre blöd, wenn dann manche Spieler das spammen oder so und dann die anderen da bremsen. Das ist halt, ja, das haben sie aber sicher irgendwie gelöst. Und so blöd werden sie ja doch nicht gewesen sein, dass das jetzt nicht gemacht haben. So, dann haben wir noch eine UI. Die UI hat sich geändert. Die Safe Games sind zusammengruppiert. Ich habe jetzt das oberste gesehen. Darunter gibt es dann so einen Knopf für Aufklappen der anderen Safe Games. Ja, ist der übersichtshalber, man nimmt meistens das oberste, ist dann das Auto- oder Lockout-Safe. Bei mir gewesen wird es bei den meisten sein, wenn das im Home ist. Dann gibt es hier im Inventar, haben sie einiges angepasst. Erstens mal. Ich glaube, da gibt es einen Bug, das hatte ich vorher einen. Mein Trinken da oben. Das Trinken hier und das Essen ist eigentlich immer gleich. Das ist ja, es geht irgendwie nicht hoch. Wenn man rausgeht, geht's schon hoch. Okay, es geht anscheinend nur nicht mit. Was jetzt komisch ist, vorher war das nicht. Vielleicht war das jetzt beim Abschluss irgendwas so. Trinken voll. Ja, da, trinken nicht voll, da hat's irgendwas, aber das wird sich ein, das ist eine Kleinigkeit mit einem kleinen Patch dann behoben. Fehlt noch eins in dem Teil. Dann gibt's haben sie das Baumenü gruppiert. Das ist ja auch mal eine tolle Sache, weil das macht schon mal mehr her. Ich hätte das nicht sagen müssen, ich weiß, aber. Dann haben wir hier die Floors. Ihr seht es hier, schön probiert. Floors, Walls, Roofing, Passagen, also Durchgänge, Support zum Unterstützen ein bisschen. Die Clay Foundation sind auch alles drin und die Pebbled. Grass Stairs und die Archon Stairs sind unter Stairs gereiht. Das ist auf jeden Fall hilfreich, weil man sich nicht mehr so durchrangeln muss, um da irgendwas rauszukriegen. Dann, was haben wir noch hier? Dann Music Changes, neue Combat-Musik, wenn man schwächere Gegner angreift, wie die Spiderlinge oder so. Ja,
Mit der Combat-Musik haben sie es allgemein in dem Spiel, kommt mal vor. Sie machen nämlich irrsinnig oft eigentlich irgendwas, wo sich nur ein bisschen die Combat-Musik ändert. Das dürfte ihnen fallen. Ich hole mir jetzt ein... Zack, nehme ich jetzt wieder raus. Also das mit der Combat-Musik war im vorigen Patch auch schon, haben sie auch was geändert bei den großen Spinnen. Da kann ich jetzt schauen, ob ich da jetzt da irgendwie oben da was hinpflanzen kann. Den anderen Kopf, das schauen wir, ob sie das behoben haben. Hier war das, da bringe ich nichts hin. Aber ob sie das behoben haben, wäre natürlich cool, wenn das jetzt so erledigt ist. So, steht meine Tür da auch, passt. Ich bin wieder in meiner richtigen Rüstung, das passt eh. Gut, dann geht's weiter. Combat Changes! Man kann angeblich jetzt jede Attacke in einem Block, auch wenn die, ja. Man hat immer die Animation fertig schlagen müssen, das war ziemlich lässig bei den langsamen Waffen, so wie der hier, beim Mintimer. Man kann jetzt in jeder Pose von, wo der Schlag ist, auf Block umswitchen. Das macht das Combat meiner Meinung nach wesentlich aktiver, weil man nicht immer so Schlag, die Gegner zu, wie er auf dich zubeißt, du kannst nichts machen, weil du musst erst blocken. Es macht das Timing einfacher und das ist eine Änderung, die wirklich sinnvoll ist. Wirklich, wirklich, weil das war schon sehr nervig, wenn du schlagst hin bei der Spinne drückst. Wenn man dreimal drückt in dem Game, schlagt der auch gleich weiter hin immer. Und so kann man halt dann mitten im zweiten Schlag schon abbrechen und blocken. Das finde ich gut. Dann wird die Stamina wird beim Start der Attacke abgezogen. Seht ihr es? Nicht beim Treffer, also beim Ausführen dann. Wenn er dann den Gegner trifft. Auch wenn er nicht trifft, also wenn er auf dem Punkt vorne ist dann. Und die Animation endet, schätze ich mal. Stinkkäfer haben eine neue Attacke. Naja, das lieben sie ja auch. Sie fügen in jedem Patch, glaube ich, irgendwie neue Attacken hinzu, um uns das Leben hier ein bisschen schwerer zu machen. Unser kleines Leben hier im Garten. Das soll so eine Fernsehserie geben. Wird die heißen so die Hinterhorn. Backyard Guardians. Nein. Backyard, irgendwas, das war auch so, hat sich auch alles im Garten abgespielt. Erinnert mich oft daran. War eine Kinderserie, habe ich mit meinem Kleinen mal gesehen. Vor ein paar Jahren. War aber nicht schlecht, war so eine animierte. Ich glaube, ich schweife gerade vom Thema ab ein bisschen. Ja, leicht halt. Aber ja, wir sind ja nicht so genau, also nicht alles so strikt bei mir hier. Man kann ja auch mal ein bisschen abschwenken irgendwo hin. Gut, was haben wir dann noch in die Patch Notes drin? Dann haben sie das Interface updated, damit es mit den Interface-Änderungen vom letzten Patch her harmoniert. Voll okay. Und so. Sind das so kleine Schönheitsfehler korrigiert und so. Aus. Haben sie auch was geändert? Ne. Alles gleich blieb. Dann, die Draw Distance von Gebäuden ist erhöht worden auf High Quality Einstellungen. Bei den Hosts, weil, wenn ich schaue, ich weiß jetzt eigentlich nicht, ob ich beim letzten Mal mein Haus so weit gesehen habe, ich denke aber schon. Ich habe es, glaube ich, aber nicht direkt probiert. Ja, es war nicht wichtig, ich habe es mir einfach nicht gemerkt, weil, wie gesagt, das war bis jetzt kein wichtiger Faktor, der irgendwas heißen hat, aber ich sehe es noch immer da vorne, das Haus. Ja, also man sieht es weit. Sie haben auf jeden Fall die Draw Distance erhöht, man kann das besser anschauen. Dann Buildings, die Lure Traps und Spike Traps, also die Fallen, die Geruchsfalle und die Stachelfalle. Die nimmt jetzt Damage, wenn Gegner irgendwas damit machen. Sie verwenden im Sinne von dagegenlaufen, beziehungsweise sie verwenden halt oder irgendwie was interacten, damit ich weiß nicht, wie Gegner mit denen interacten. Ich habe die Dinge eigentlich selten gebaut. Die Lure Traps werden zum Beispiel nur als Interacting sein und das Usen auch wird. Das wird ziemlich das gleiche sein, sie werden nur die Wörter verändern. Oh, Löwenzahn. Habe ich die letzte schon gesehen? Sind nur die Blasblümchen, also die Dandelion. Löwenzahn. Naja. Dann, man kann jetzt einen Beefy Smoothie craften. An der Smoothie Station. Die hat sich nebenbei auch verändert, meiner Meinung nach zum Schlechteren, das zeige ich euch jetzt gleich. Was hat es ja immer gegeben, dieses Rezepte anschauen, die man schon kennt. Ich finde diesen Knopf gerade nicht mehr. Steht aber jetzt auch nichts in die Patch Notes davon. Aber ich vermute mal, ja, das wird mal alles jetzt, in dem Fall bringt man das alles hier nichts. Ich kann es aber zeigen.
da rein mal. Hier, jetzt ist. Jetzt ist das eine dämliche Ameise geschlüpft. Obwohl ich glaubt hätte, ich habe da keine Eier mehr drin. Wo ist denn das jetzt hergereiht, das Viech? Habe ich dann noch aber? Ha! Tolles Icon. Nehmen wir. Sind da noch irgendwo so Eier rum drin? Ich will hier einpacken. So. Weil ich brauchte jetzt nicht, dass die sich ganz etwas spawnen. Nee, eigentlich war eh keins mehr da. Sehr strange. Naja. War halt so. Ist halt so. Stört jetzt auch weniger. Gut. Jetzt ist dann Nacht wird, hat man sich die Decke gesehen beim Hüpfen. Wenn man dann schlafen geht, aber mal zur Smoothie Station. Ja, das Interface hier hat sich auch geändert. Wir können hier mal. Ne, ich hau jetzt nicht irgendwas rein. Das ist von. Ich weiß, es ist ja gerade, ich weiß die Rezepte nicht mehr jetzt da. Freestyle Smoothies sind 3 Items. Ja, der Knopf ist weg. Das ist ein bisschen doof, weil ich mir das jetzt nicht ehrlich gesagt aufschreiben will und mit einem Post-it am Bildschirm kleben. Der Escape-Knopf funktioniert hier auch nicht. Aber vielleicht muss ich mal durchschauen. Vielleicht findet man hier irgendwo die Rezepte. Aber ich habe die waren hier nie und es steht auch nichts in die Patch-Notes davon. Also denke ich mal eher nicht. So, meine Jerky Rex. Sollte ich auch wieder was draufhängen dann. Dann gibt es bei den Sachen, die was herstellen, wir und die Spin Wheels zum Beispiel, gibt es jetzt ja den Knopf hier, Take All. Das ist schon mal eine Erneuerung, die was bringt, weil das ist immer sehr lästig. Ich bin schlecht beim Fußballspielen mit dem Zeug. Das war immer sehr lästig. Das alles einzeln rausglauben. Aber gut, dann haben wir noch bei der Optimierung, haben sie einiges nachgerechnet. Das ist ein ziemlich langes. Ziemlich lang. Es sind einige Punkte bei Optimierung, so ungefähr 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was aber Blunzen ist, es steht überall nur Delay Reduced und Improved CPU Performance, Improved Render Performance, bla bla bla. Sie haben einfach das Ganze improved. Da sind wir eigentlich schon bei den Bugfixes angekommen. Aber das Crafting-Menü sollte nicht so laggen, wenn man es aufmacht und sagt, ja, das laggt eigentlich eh nicht wirklich, das ist ja okay. Lightning auch separat. Das ist ja mal hilfreich. Danke, danke, liebe Entwickler. Weil das ist mir schon auf die Nerven gegangen, das immer irgendwo rauszusuchen. Das ist wirklich gut. Das ist mal eine Änderung, die gefällt mir. So. World, ja, da stehen einige Veränderungen, dass man zum Beispiel unter Wasser nicht bauen kann. Man kann auch die Schläuche unter Wasser bauen können. Das haben sie im Endeffekt auch behoben. Das werden auch die wenigsten eigentlich gemacht haben, glaube ich. Vor allem versucht, ich werde nicht auf die Idee kommen, das zu versuchen. Dann gehe ich mal davon aus, das werden allgemein das nicht jeder gemacht haben. Natürlich kann es sein, aber ich denke mal nicht, dass das jetzt Auswirkungen grob hat. Wir brauchen also nur Essen. So. I'm not picky. Ja, das Zepper, das ich sehe da oben, ist nämlich nicht, wenn ich voll bin. Ich weiß nur, von wem brauche ich eine Weile. Die kann man ja auch essen, wenn es wurscht ist. Ja. Ja, voll sind wir. Da oben nicht. Das ist, ja, wird sicher bald behoben. Was können wir noch Tolles machen? Sie haben einiges behoben, was mit dem Platzieren von Gebäuden zu tun hat. Man kann nicht mehr unter der Erde irgendwie platzieren, wenn man lange rumspielt damit. Man kann die Wall-Mounted Sachen wie diese Ameisenköpfe nicht mehr auf gedroppte, also herumliegende Gegnerteile geben. Wie zum Beispiel, wenn ich einen Marienkäfer umbringe, kann ich auf den Kopf da unten nicht mehr, auf den Kopf vom Marienkäfer nicht mehr was aufkleben. Auch nicht wirklich jetzt essentiell wichtig. Aber es ist auch eine Änderung wieder mal ein, was halt bis jetzt wahrscheinlich ziemlich unnötig war. Man kann jetzt keine Strukturen mehr machen, der keine Strukturen aufstellen hier, zum Beispiel wie die Tür, was ich davor reinpappt habe, wenn dann Gegner oder ein Spieler drin steht, das geht nicht mehr. Weiß gar nicht, habe ich auch nie probiert. Keine Ahnung, ob die rausgeglitscht werden dann oder. Aber es sind so Sachen, die ich eigentlich nicht probiere, wirklich, weil ich auf so eine Idee gar nicht komme. Aber anscheinend hat es irgendwer gemacht. Dann kann man jetzt Doors can now be built facing other doors. Also Türen können jetzt Türen anschauen. Ist anscheinend vorher nicht gegangen. Können wir mal schauen, ob man hier eine Türe. Ich habe zwar das Zeug dafür nicht mit. Aber vielleicht kann man es ja irgendwie
3 platzieren. Nee, das geht nicht. Aber anscheinend ging das nicht irgendwie. Jetzt geht's. Der Rest sind eigentlich Spiralstiegen, hat man sie halt unter Wasser platzieren können. Das ist ja. Crowfeather! Crowfeathers no longer respawn when harvesting them. Walk away and return back. Okay. Also sie respawnen nicht mehr, wenn ich sie abbaue, weggehe und wieder hingehe. Also die spawnen nach einer gewissen Zeit, wenn man sie nicht harvestet. Oh ja. Aber ich auch, normal baut man die Krähenfedern ja ab und C mit gleich und dann nicht ewig liegen lassen. Anscheinend hat man es irgendwie abbauen können, weggehen, wieder hingehen, sie waren wieder da. Sollte natürlich nicht sein, weil es hängt ja eigentlich mit unserem netten Freund hier zusammen, dass der im Endeffekt, wenn er rumfliegt, Federn fallen lässt und nicht die einfach spawnen. Das wirkt halt wieder so. Hähnchen da drüben geht's auch gut anscheinend. Ja, dann sind wir schon bei den Creatures. Und jetzt sind wir bei dem, wo da unten die Ameise herkam. And eggs will now hatch probably while inside inventories. Das heißt, sie brüten auch in inventories so weiter, wie es geplant ist. Das ist aber, ich weiß noch immer nicht, was ich damit genau machen soll. Wenn ich es jetzt in der Kiste habe, schlüpft sie und sie steht da in der Kiste rum, was jetzt nicht unbedingt brauchbar für mich war. Wenn ich sie im Inventar so im Rucksack mitnehme, weiß ich gar nicht, schlüpft es dann während dem Gehen, steht einfach hinter mir. Ich habe da nicht wirklich jetzt den Sinn bis jetzt von denen entdeckt. Wenn ihr wisst, für was diese Eier gut sind, außer Bomben bauen, das weiß ich, dann schreibt es mal in die Kommentare, es würde mich nämlich interessieren, was ich mit den Dingen alles anstellen kann. Man sicher kann ich die Eier, ich könnte ein kleines Gehege bauen, könnte die Eier da reinlegen oder in der Kiste da rein, lasse sie schlüpfen, dann habe ich die Ameisen eingesperrt. Ich weiß nur nicht genau, was der Sinn dahinter ist. Aber da kommt vielleicht noch was das noch im Endeffekt irgendwie rausbringt. Oder hervorbringt, dass man was machen kann damit. Dann kann man im Endeffekt dann Brett drauf zum Nachbarn? Ja, auch noch nicht immer gesehen. Naja. Dann kann man, Kreaturen rennen nicht mehr durch Wände, wenn man sie nicht, wenn man zum Beispiel verfolgt wird und so, sie nicht ansieht. Die rennen nicht mehr durch Wände, das ist hilfreich, das wäre mein Haus für den Hugo. Dann, alle Kreaturen machen jetzt da richtige Wellen, wenn sie ins Wasser gehen, also korrekte Wellen, das ist, ja, fürs Flair, fürs Spiel und für die ganze Atmosphäre sicher hilfreich. Der Fotomode, wie gesagt, hat ein paar neue Sachen, das habe ich euch eh schon gesagt. So. Das war's eigentlich so ziemlich. Das waren auch schon die Bugfixes. Ja, das war's. Also, wir haben jetzt so ziemlich die ganzen Patch-Notes durch. Man kann dazu jetzt festhalten, Highlight hier ist der neue Modus, der Fotomodus Multiplayer, weil der wirklich aus einiges bringt, weil er oder nervend sein kann, das müssen es gut gemacht haben, das könnte ein Problem sein, oder auch haben es gut gemacht, dann nicht. Aber braucht sicher schöne Bilder zu haben, dass man ja auch, sobald man Multiplayer ist, hat man ja das Foto nicht mehr machen können, weil man ja dann praktisch spielt, oder zumindest wurde man vielleicht gefressen, weil das Spiel nicht passiert hat. Ich weiß gar nicht, ob das passiert ist. Ich habe noch kein Multiplayer-Spiel gespielt, somit kann ich es jetzt nicht sagen. Aber es ist schon mal gut, dass es jetzt passiert. Für alle Spieler, für schöne Gruppenfotos, das ist sicher hilfreich. Ansonsten ist das absolute Überding natürlich, dass es Leitern gibt und neue Bausachen. Der Creative-Modus mit Bugs ist wie gesagt der gleiche Modus, nur mit Käfer. Das ist jetzt schön und gut, aber ja. Macht es flairmäßig besser als in einem leeren Garten, das auf jeden Fall. Aber es wird jetzt nicht so das Game-Breaking-Ding gewesen sein. Die meisten spielen ja doch Story hier oder eh das Normale, weil man will ja auch mit die Tiere kämpfen ein bisschen. Ansonsten, ja, die ganzen Wände, Floors und Railings, die es jetzt gibt, wenn man sie unlockt, und die Leitern sind sowieso das absolute Highlight in dem Patch. Dann habe ich das soweit mal durch. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich hoffe, es spart euch zum Beispiel das Lesen davon. Und das habe ich immer gern gehabt, wenn man das mal vorliest. Das ist immer angenehmer, als ich lese selber. Und ich werde mich jetzt mal auf den Weg machen und mache euch ein kleines Video, wo ihr die zwei Burger Chips herbekommt. Vom Pond und von der Hedge.
Und ihr werdet schauen, ob ich noch irgendwo 5 Raw Science finde und dann machen wir ein paar Letters. Schauen, was die machen. Okay, wenn es gefallen hat, Abo, Like, Comment nicht vergessen. Auf jeden Fall das Comment nicht vergessen. Weil ich diskutiere wirklich, also ich wirklich, ihr seht es, wer schon mal geschrieben hat und geantwortet hat. Ich versuche wirklich jedes Kommentar zu beantworten. Außer es ist irgendwie sowas wie. Es war wie der. Ja, gut, okay, man will ja da nicht jetzt über irgendwas reden, so ein Ding. Ja, lassen wir das. Außer es ist wirklich wertlos, dann nicht. Dann ignoriere ich's. Zensur gibt's auf meinem Kanal keine. In keinster Weise. Wenn da einer mich da in die Hölle wünscht, dann YouTube nichts dagegen hat, lass ich ihm seinen Willen. Ui. Ja, toll, geh weg von. Der will Zipline fahren. Bleibst du jetzt da, oder? Naja, prinzipiell stört's mich ja nicht. Wenn wir mal genau anschauen. Den Stachel habe ich schon brauchen, aber. Genau, bleib da. Darfst du. Okay, dann war's das. Bis zum nächsten Mal. Wir schauen uns dann an, wo die Burger Chips herkommen. Und dann vielleicht mal wieder ein bisschen Gameplay. Bauen was weiter. Mit den Letters können wir jetzt natürlich unsere Ziplines erneut neu bauen. Das werde ich jetzt nicht tun, weil es nervt schon langsam, dass ich da ein Ziplines bauen kann. Schauen wir mal in den Pond rein. Vielleicht hat sich irgendwie was bei der Unterwasser-Base verändert. Also wir haben einiges zu tun. Wir sehen uns beim nächsten Part. Bis dann und ciao.